Ja, mein Name ist Balthasar Oswald. Ich bin schon seit Jahrzehnten eigentlich Softwareentwickler, oder ich bin als Softwareentwickler fast geboren, aber trotzdem Mathematik studiert, bin dann zur BKW, Startups. Irgendwann bin ich bei der, also irgendwann, das war vor 5 Jahren, bei der SBB gelandet, habe dort die Methodik in Software Engineering geleitet und jetzt bin ich beim Technologiemanagement gelandet. Also das heißt, operatives Technologiemanagement, meine Truppe, meine Abteilung oder mein Bereich definiert, welche Technologien vor allem im Backend eingesetzt werden für die SBB. Open Source war für mich immer eine gewisse Herzensangelegenheit einerseits, aber andererseits auch rein pragmatisch. Heute, warum ist Open Source für die SBB sehr wichtig und warum stelle ich sozusagen die These in den Raum? Open Source ist ein Enabler für Open Standards und Open Source wird die Standards in Zukunft definieren. De facto Standard, wie wir vorhin gehört haben, das ist sicher richtig, dass SAP in jeder Finanzabteilung irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Jeder Controller, jede Controllerin kennt das. Users von Workplaces, die kennen meistens Microsoft, Office-Palette und so weiter und so fort. Was ich mit den Standards meine, ist eher die Standards im Backend. Weil das ist das, was mich sozusagen wie ein bisschen interessiert. Aber zuerst nur, warum stelle ich die These? Wenn wir die Anfänge anschauen, dann sehen wir so um die 1980 hat es angefangen mit Unix. Dann kamen die großen Unix-Kriege, wo gewisse Firmen eigentlich Anspruch auf den Source-Code stellten und so weiter und so fort. Und dann mit 91 mit Linus Torvalds hat sozusagen für mich mehr oder weniger der Startpunkt, die initiale Zündung so Richtung Open Source und Einsatz bei Enterprises. Mit Linux. FreeBSD habe ich auch ausgeführt, nur als kleines Beispiel, da komme ich noch drauf zurück, nicht wegen FreeBSD, sondern wegen BSD, aber komme ich noch drauf zurück. Aber die Anfänge, die waren eigentlich alles OS, also sprich Betriebssysteme. Etwas, das man zwar braucht, wenn man Informatik macht, aber nicht etwas, das einen direkten Mehrwert generiert. Oder nicht, wenn man einen Mehrwert entwickeln will, dann muss man drauf programmieren, sehr, sehr mühsam, sehr, sehr viel Zeit investieren, um eigentlich eine kleine Funktionalität zu bauen. Und da hat die Open Source Community eigentlich sehr schnell gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht der, dass das nur die Startzündung ist, dass man eigentlich andere Sphären erreichen soll. Und das hat dann ziemlich schnell angefangen mit Apache, HTTP-Server, weit verbreitet. Ich zeige nachher noch eine Folie, wie weit das es verbreitet ist. 1999, wo die Java-Initiative aus der Java-Programmiersprache, wo zu der Zeit noch nicht Open Source war, sondern von Sun geliefert, ist dann Tomcat entstanden. Alles Backend-Server, die eine extrem große Popularität erlangt haben. Aber einer, auf den ich dann später noch eingehen werde, dieser Elefant, 1996, sozusagen das Hannibals Kriegselefant gegen Oracle, Datenbanken, Postgres. Die haben auch in 96 angefangen und sind heute, behaupte ich zumindest, mit der Cloud verbreiteter als Oracle selber. Ja, wo ich sage Verbreitung, wie ging die Verbreitung ab? Früher. Viele namhafte Firmen haben Open Source schon länger eingesetzt. Wenn ich den Oracle HTTP-Server anschaue, wo wir bei der BKW im 99 beschafft haben, dann habe ich dort nichts anderes gesehen als einen Apache-HTTP-Server, der noch mit Zusatzmodulen behaftet war. Das ist und war und wird auch immer für die großen Firmen so sein. IBM hat das genau gleiche gemacht. Sun, früher, Oracle, SAP auch. Also die ganz großen Firmen, die setzen Open Source Software under the hood ein. Zu der Zeit. Immer noch, aber zu der Zeit war das ein wichtiger Verbreiter eigentlich der Software. Obwohl das die großen Firmen nicht wollten, haben sie sozusagen meiner Meinung nach implizit geholfen, Open Source zu verbreiten. Was sehr schön ist für mich.
Andere, wie zum Beispiel Red Hat, haben ein anderes Support-Modell gewählt. Sie haben nicht die Software verkauft, weil die Software, vor allem Linux, ist, kann gar nicht vermarktet werden, sondern sie haben einfach den Support weiterverkauft. Sie haben freie Software genommen und geben einfach die Garantien, von denen wir eigentlich vorher geredet haben, auf die Software. Aber auch die haben dazu geführt, dadurch, dass sie die Garantien gegeben haben, dass Firmen die Chance haben, die Software auch einzusetzen und sozusagen zur Verbreitung beigetragen. Wenn wir heute schauen, also heute heißt nach dieser Grafik in 2015, wie viele Firmen Open Source Software einsetzen, dann sehen wir, dass es bei den Webserver, Apache HTTP Server, fast 70% sind. Also das heißt, fast 70% der Schweizer Unternehmungen und Verwaltung setzen HTTP-Server ein. Open-Source-Software. Programmiersprachen ist in etwa gleich hoch. Datenbanken, Postgres ist auch das Beispiel, das ich erwähnt habe, auch in etwa bei 68%. Dann kommen die Server, CMS und Application-Server dazu. Also alles ist eigentlich über 50%. Die Liste ist eigentlich noch sehr viel länger. Das war eine Studie der Swiss ICT. Könnt ihr auf dem Internet eigentlich anschauen. Es ist wirklich eine Riesenliste und man sieht, dass die Verbreitung eigentlich sehr stark und sehr groß ist. Also das heißt, aber im umgekehrten Sinn, ich als Technologiemanager, wo Technologien auswähle für die Zukunft und für die Gegenwart der SBB, muss mir die Frage stellen, welche Technologien will ich einsetzen und welche beschaffe ich und welche nicht. Die SBB unterliegt natürlich auch dem öffentlichen Beschaffungswesen. Also BPÖV ist ein Thema. Das ist aber ein zweitrangiges, also zweitrangiges ist ein wichtiges Thema, das muss man machen. Aber als Technologiemanager will ich natürlich die Technologien wählen, die für meine Firma eigentlich den besten Einsatzzweck haben. Und wenn ich sehe, wie viel Verbreitung dass diese Produkte haben, muss ich mir auch die Frage stellen, Mitarbeitende der SBB und zukünftige Mitarbeitende der SBB, die können mit einem gewissen Know-how in die Firma rein. Und dieses Know-how möchte ich natürlich auch sozusagen brauchen können direkt. Wenn ich jetzt ein proprietäres System habe, das eigentlich quasi null Verbreitung habe, dann ist die Chance, dass ich einen Mitarbeiter auf dem Markt finde, der dieses Know-how hat, praktisch gleich null. Aber wenn ich die Verbreitung vom Apache HTTP-Server anschaue, 70%, dann ist die Chance recht groß, dass wenn ein neuer Mitarbeiter in die SBB reinkommt, mindestens teilweise das Wissen auch mitnimmt. Und das ist einer der Hauptgründe, warum mir als Technologiemanager das Thema sehr wichtig ist und ich das berücksichtigen muss für jetzt und für die Zukunft. Das ist eine kleine Folie, die ich nur ganz kurz erwähnt habe, weil ich im Titel steht Open Standards. Das sind eigentlich die Hauptgründe. Open Standards sind die zwei Hauptgründe für den Einsatz von Open Source. Aber da möchte ich nicht groß drauf eingehen, weil das war die Vergangenheit. Das war so in etwa bis 2015. Ich behaupte, dass die Zukunft den Open Standard, den Technologiestandard, die Open Source Community setzen, die Open-Source-Communities setzen werden. Dass die Bewegung, die Verbreitung von Open-Source viel, viel stärker und viel, viel schneller voranschreiten wird. Und das Zauberwort hier ist für mich ganz klar Cloud. Und daher steht der Titel Open-Source im Cloud-Zeitalter. Markiert für mich wirklich einen Wendepunkt bezüglich der Verbreitung der Open-Source-Software. Und zwar, viele Public Cloud und vor allem Hyperscaler, die setzen Open Source under the hood ein und zum Teil eben auch sehr offen ein. Und führen dadurch zu einer extremen Verbreitung Open Source Software. Weil Public Cloud und Hyperscaler wie Amazon Web Services, Azure von Microsoft, Google, Alibaba, Open Telecom Cloud von T-Systems und so weiter und so fort. Das sind alles Clouds, die eigentlich die technologische Wahl für Backend-Entwicklung ist bei der SBB und für sehr, sehr viele Firmen auch, ich denke auch für Teile der Verwaltung, beeinflussen werden. Wie meine ich denn das? Ich meine, dass ich mache ein Beispiel. Das Beispiel ist Kubernetes.
Kennt jemand von euch Kubernetes? Kubernetes, überrascht mich, dass das ein paar kennen, wobei es ist eigentlich klar, dass es sehr viele Leute gibt, die das kennen, vor allem Leute, die im IT-Bereich tätig sind. Ist ein Projekt, ein Open-Source-Projekt, initiiert von Google in 2014. 2015 sind sie online gegangen. Gleichzeitig hat Red Hat eine Distribution von Kubernetes, also sozusagen Kubernetes under the hood, wo sich OpenShift nennt, entwickelt. Heute, letzte Woche, hatte eine Präsentation von IBM. Die kamen und sagen, wir haben die IBM Private Cloud. Was steht drin im Kern eigentlich der IBM Private Cloud? Kubernetes. Wenn wir aber den Public Cloud Markt anschauen, dann sehen wir, Amazon Web Services hatte in 2016 einen Service, der sich Elastic Container Service nannte. Funktional eigentlich das gleiche wie Kubernetes. Ein halbes Jahr später haben sie die ganze Investition, die sie getätigt haben, zwar noch vorhanden, es wird noch weiterentwickelt, aber ein halbes Jahr später haben sie Elastic Kubernetes Services als Service angeboten. Das heißt, sie haben ihr eigenes Produkt, das ein Alter von einem halben Jahr hatte, über Bord geworfen und dafür ein Open Source Produkt eingesetzt, für ihren Service, um ihren Service zu verkaufen. Wahrscheinlich sind das Millionen, die AWS investiert hat, von einem Tag auf den anderen gesagt haben, machen wir nicht. Google Cloud Plattform war immer mit Kubernetes verwandt, weil Google hat Kubernetes lanciert. Aber Azure hat genau die gleiche Geschichte gemacht wie Amazon. Die hatten eine App, Fabric nannte sich das, containerbasierte Orchestrierungsplattform, genau gleich wie Kubernetes, also die gleiche Funktionalität wie Kubernetes. Dreiviertel Jahr nachdem sie das lanciert haben, haben sie das wieder, also sie haben es jetzt wirklich in den Boden reingestampft und Kubernetes Services gestartet. Also das heißt, sie haben ihre eigene Entwicklung, wahrscheinlich auch Millionen gekostet, von einem Tag auf den anderen sozusagen zerstört, Millionen, die sie investiert haben, abgeschrieben und Kubernetes als Open Source Software reingenommen. Alibaba Cloud hatte keine Container Service, sind direkt auf Kubernetes gegangen. Open Telekom Cloud von T-Systems genau das gleiche. Also was sehen wir hier? Wir sehen, dass eigentlich eine Open Source Software, die gerade mal 3 Jahre alt ist, nicht einmal ganz, innerhalb dieser 3 Jahre bei den größten namhaften Public Clouds wie auch bei den größten namhaften Firmen den direkten Standard definiert. Im Gegensatz zu früher, wo IBM oder auch Red Hat eigentlich einen Wrapper um diesen Core-Teil gebaut hätte, bauen die heutigen Firmen eigentlich den Open Standard Kubernetes. Sie bieten das, was Kubernetes kann, direkt an. Also sozusagen die Schnittstelle, wie ich mit diesem Teil umgehen muss, ist nicht versteckt, proprietär, sondern ist eigentlich direkt angeboten. Und das verkaufen sie heute in Präsentationen. Früher war das immer versteckt, damit man wirklich einen Vendor-Login hatte von IBM, von Red Hat, von wem auch immer. Heute verkaufen sie das als Added Value von ihren Produkten, dass sie den Standard einsetzen. Das zweite Beispiel ist der Elefant. Eigentlich nicht die genau gleiche Geschichte, es hat viel, viel länger gedauert, aber da es Open Source war und Oracle so ganz, ganz schlimme Lizenzbedingungen hat, was man alles lizenzieren muss, damit es auf einer virtualisierten Welt laufen kann, haben sie sich selber wirklich einen Bärendienst erwiesen, zum Glück, hat Postgres eigentlich einen großen Erfolg geführt. Jede Cloud heute kann man Postgres als Service verwenden. MySQL auch, MariaDB auch, aber Postgres ist sozusagen der Konkurrent zu Oracle. Und auch dort wird es genauso sein, dass bei jeder Cloud, ob es public oder private, wird irgendwann sich Postgres durchsetzen. Ich bin nicht überzeugt und ich denke, das ist nicht nur bei Postgres, bei Kubernetes so. Diese Bewegung, die sehen wir eigentlich immer wieder. Kubernetes ist das Paradebeispiel, das ist das schnellste Beispiel, das sich wirklich zu einem Open Standard entwickelt hat und alle großen Firmen überrascht hat. Postgres aus anderem Grund, aber hat sich auch und wird sich durch die Public Cloud extrem verbreiten. Die Open Telekom Cloud, die ich zum Beispiel als Private Cloud verwenden kann, oder die Huawei Cloud, die ich als Private Cloud
in meinen eigenen Rechenzentren einbauen kann, haben auch Postgres und Kubernetes als Services angeboten. Jetzt für die SBB, ich muss mir wirklich die Frage stellen, auf welche Technologie muss ich setzen? Ich kann schon sagen, ich setze nach wie vor auf Oracle. Ich muss auch nach wie vor auf Oracle setzen in einem bestimmten Bereich. Aber das ist nicht das Einzige, was ich machen muss, kann und sollte. Weil der Arbeitnehmermarkt oder der IT-Markt insgesamt, das sind nicht nur die Mitarbeitenden, die dann eigentlich mit diesen Technologien aufwachsen und sehr viel Know-how darin haben, sondern auch Dienstleister auf dem schweizerischen Markt, wo ich eigentlich beziehen muss. Die SBB hat etwa 600 Mitarbeiter, das wäre sehr effizient. 30.000, aber 600 Softwareentwickler. Wenn ich eine Technologie wähle, heißt das implizit, die 600 Entwickler, die müssen das Know-how mindestens bis zu einem gewissen Grad über die Technologie haben. Und da kann ich nicht von heute auf morgen die Technologie switchen, die Technologie wechseln. Ich kann das zwar schon machen, aber ich muss bedenken, dass das gewissen Zeit braucht. Ich muss bedenken, dass ich den Know-how-Switch machen muss. Von diesen 600 Mitarbeitenden sind natürlich 300 externe. Also sprich Dienstleistungsvertrag mit der SBB. Auch die bewegen sich auf diesem Markt. Die bewegen sich auf dem Markt der Open Standards. Also das heißt, im Markt, wo ich jetzt spezifisch sage, nicht Workplace oder SAP, sondern im Markt von Software Engineering und Entwicklungen machen, individuelle Entwicklungen für eine Firma, muss ich diese Standards sozusagen wie berücksichtigen. Und wir sind überzeugt, oder ich bin überzeugt, dass ich in Zukunft nur noch auf Open Source setzen werde in diesem Bereich. Also den Produkttyp, den mein Vorredner gesagt hat, ist sozusagen wie klar. Und der Grund ist, das, was bei der Matrix auch vorher war, funktionale und so weiter, und schlussendlich stand Firma-Mitarbeitende Kultur ist der entscheidende Punkt, warum ich die Technologien wähle. Jetzt habe ich groß geredet, das ist der einzige Grund. Natürlich, ich bin Open-Source-Fan seit am Beginn. Es liegt mir auch, das so zu wählen. Aber nein, es ist wirklich auch rein rationell und pragmatisch, dass man eigentlich auf Open-Source setzen muss. Und ich glaube, in Zukunft wird Open-Source nicht der Enabler für Open-Standards sein, sondern in Zukunft wird Open-Source der Standardsetzer sein. Für sehr, sehr viele Backend-Applikationen. Genau, da noch ganz kurz. Die Geschichte von Kubernetes vom ersten Release Mitte 2050 bis de facto Standard Anfang 2018. Also es hat nicht mal 2,5 Jahre gedauert, bis große Firmen, wo Milliarden Umsatz machen, wie eine Amazon Web Services, wie eine Google, wie eine Azure, wie eine IBM, wie eine Red Hat, Kubernetes adaptiert haben und das in ihren Produkten reingenommen haben. Jede Firma, die einen gewissen Teil an Individualentwicklung macht, wird früher oder später fast wie zwangsweise mit Kubernetes-Know-how in Kontakt treten müssen und können. Genau, somit. Open-Source-Produkte definieren die technologischen Standards. Das ist meine These und an der These glaube ich wirklich. Der IT-Markt, Arbeitnehmermarkt, Angebot und so weiter und so fort wird sich auf Open-Source hauptsächlich konzentrieren. Es gibt natürlich Firmen, die SAP-Beratungsdienstleistungen, die SAP-Entwicklungen machen werden und so weiter und so fort. Aber die große Menge wird auf Richtung Open Source gehen. Auch bei SAP. SAP hat eine neue IoT-Plattform lanciert. Also eine IoT-Plattform, das ist ein Marketingname, das heißt SAP Leonardo. Wenn wir den Streaming-Teil dieser Plattform anschauen, dann sehen wir eigentlich einen altbekannten Open Source Streaming-Plattform-Typ, der sich Kafka nennt. Also auch SAP setzt diese Teile wirklich intensiv ein. Also das heißt, auch die SAP-Berater werden früher oder später zu Open-Source-Jüngern werden, mindestens um einen gewissen Teil. Ja,
dass die Verbreiterung vor allem auch über die Public Cloud geht, denke ich, hängt mit der Digitalisierung und Innovation zusammen. Digitalisierung und Innovation ist heute ohne Public Cloud meiner Meinung nach extrem schwierig machbar. Also mindestens in gewissen Teilen muss man und darf man auf die Public Cloud gehen. Und das wird automatisch den Open Standard, Open Source sozusagen zum Open Standard machen. Ich bin überzeugt, dass die Adoption von Open Source zum Erfolgsfaktor wird, weil dort wird die stärkste Innovation stattfinden. Dort wird die Digitalisierung am meisten vorangetrieben werden. Dann wäre ich fertig. Herzlichen Dank, Balthasar. Wohltuende Worte für einen auch etwas tendenziösen Moderator hier. Vielleicht eine ketzerische Frage. Also mir scheint irgendwie die ganze Backend-Welt, also all das Unsichtbare, scheint sich in eine Richtung zu bewegen, die man irgendwie als doch irgendwie gesund einstufen könnte, weil es ist ein Wettbewerb um Ideen und nicht ein Einhaken der Gärten und Monopolrenten abziehen. Ich finde das eine spannende Entwicklung. Auf der anderen Seite, am Frontend, passiert nicht genau das Gegenteil. Ich meine, WhatsApp verschickt was am Tag 60 Milliarden Messages, ohne dass ich eine Chance hätte, außerhalb von WhatsApp mit Menschen mit einer WhatsApp-App kommunizieren zu können. Wieso ist das im Consumer- oder im Frontend-Markt nicht gleich? Es ist eine schwierige Frage, ich habe dich nicht darauf vorbereitet, aber ich stelle sie dir trotzdem. Wieso ist die Dynamik Frontend-Backend so verschieden? Ich glaube, die Dynamik ist schon verschieden, weil wir unterschiedliche Abnehmer haben. Das heißt, bei Backends haben wir eigentlich die Softwareentwickler, technisch versierte Leute, die eigentlich im Backend sind und auch neue Sachen machen wollen und dann auf die neuen Produkte gehen. Die User Experience für einen Softwareentwickler, eine Open-Source-Technologie runterzuladen, die zu benutzen, ist tausendfach besser als zum Beispiel für ein proprietäres Produkt, wo man vielleicht zuerst die Lizenz beschaffen muss und ein halbes Jahr warten muss, mit Einkauf reden muss, mit dem Legal einreden muss, ob es überhaupt möglich ist und erst dann eigentlich gewisse Sachen machen können. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, die großen Firmen, die haben halt früher angefangen, auch jetzt weniger WhatsApp, sondern mehr Workplace, Microsoft und SAP. Sie haben ihre Strategie wirklich sehr gut gewählt, meiner Meinung nach. Sie haben zum richtigen Zeitpunkt, sie sind mit einem Produkt auf die Welt gekommen oder auf den Markt gekommen, wo sie wirklich einzigartig waren und die Leute in gewissen Teilen geholfen haben. Also Finanzbuchhaltung war sehr mühsam und irgendwann kam SAP und hat das gemacht, ist auch sehr aggressiv auf den Markt gegangen, hat mittlerweile das, was ich bei den Softwareentwicklern sehe, dass sie Richtung Open Standards gehen, hat SAP eine ganze Community oder einen ganzen Arbeitnehmermarkt sozusagen dazu bewogen, ihre Plattform zu verwenden. Und das ist jetzt extrem tief drin. Die Leute wollen das verwenden, weil sie das kennen. Das heißt nicht, dass es gut ist. Es mag extrem schlecht sein, extrem. Also SAP steht nicht gerade für User Experience. Der Finanzer findet das einfach nur nicht cool, wie er mit dem Tool umgehen kann, sondern cool, was er alles machen kann, weil er es kennt. Ein anderes Tool könnte das vielleicht genauso gut oder besser sogar noch. Aber der andere, er kennt es seit 20 Jahren und hat Mühe, diesen Wechsel zu machen. Beim Workplace ist es genau das Gleiche. Bei WhatsApp, ich denke, dort weiß ich nicht, dort stellt sich mehr die Frage, auch, ich denke auch der User Experience, wie kann ich am schnellsten Leute finden? Und bei solchen Medien ist es meistens die Community, die eine Rolle spielt. Also nicht die Community, die an Open-Source-Produkten entwickelt, sondern die Community, die die Sachen verwenden. Also es geht eigentlich immer um Ausbreitung. Es stellt sich nur die Frage, wer ist der Markt, wo die Ausbreitung stattfindet. Und ich sehe im Arbeitnehmermarkt, im IT-Markt, sozusagen im Backend die Open-Source-Bewegung, wo eigentlich sehr viele Leute erfasst und sie sozusagen den Standard oder die Richtung der Firmen Richtung Open Source sozusagen treiben. Auf der anderen Seite sehe ich den Markt Uber und so weiter, wo auch de facto mit Kafka eigentlich eine der größten Implementierungen von Kafka weltweit haben, auch Open Source im Backend, aber als Nutzer eigentlich von der Community lebt.
je mehr Uber-Anbieter und Benutzer sozusagen da sind, desto attraktiver und erfolgreicher wird die Firma. Das ist bei WhatsApp genau das Gleiche. Es sind einfach andere Ansprechgruppen sozusagen, die dann den Standard definieren. Gut, danke für diese Antwort. Fragen, wer da ist eine Hand, die sich hebt? Ja, also ich sehe das auch, dass Open Source ein großes Potenzial hat. Was einfach die Frage ist, jetzt zum Beispiel gerade im Zusammenhang mit Oracle, wenn man einzelne Teile, jetzt zum Beispiel Oracle DB durch Postgres ersetzt, hat man zwar ein kleines bisschen ersetzt, aber die ganze Oracle-Welt kriegt man ja nicht weg. Müsste man das sukzessive machen? Also ist das ein langwieriger Prozess, ein Punkt nach dem anderen runterfahren? Oder gibt es andere Ansätze, die hier anzuwenden wären? Ich habe den anderen Ansatz, den Big Bang und sozusagen in 2 Jahren müsst ihr von Oracle weg sein, muss ich ehrlich sagen, versucht und ziemlich kläglich schon in der Kommunikation gescheitert. Also ich glaube, wahrscheinlich ist ein kontinuierlicher Abgang die nachhaltigere Lösung, weil man kommt sehr schnell in Fall rein. Also es gibt ja auch bei Open Source, also bei Postgres zum Beispiel, gibt es ja auch so Module, wo sozusagen wie Oracle emulieren, dass man eine auf Oracle geschriebene Applikation dann mit Postgres im Hintergrund machen kann. Wobei ich nicht sicher bin, ob das wirklich jeden Case abbildet. Ich habe das Gefühl, man muss so wie zweigleisig fahren. Wie die 60%, die ich schnell migrieren kann, so schnell wie möglich wegmigrieren, dass ich bei den nächsten Lizenzverhandlungen mindestens 60% der Lizenzen einsparen kann. Und dann für den harten Kern, der sehr stark auf Oracle gebaut hat, dann kontinuierlichen, natürlichen Abbau betreiben. Aber das ist natürlich auch mit Risiko behaftet. Die Migration vom Mainframe zeigt uns, dass das der kontinuierliche, natürliche Abbau vielleicht mit unnatürlichen Mitteln nachgeholfen werden muss und teilweise gar nicht wirklich zu Ende geht. Also bei Application Server zum Beispiel, WebSphere Application Server und so weiter, wo wir im Einsatz hatten und mittlerweile Spring Boot haben, ist es einfacher. Dort haben wir einfach gesagt, das läuft bis dann, bis zu dem Zeitpunkt müsst ihr sozusagen weg sein. Das ist 23, also es gibt eine lange Zeit, die sie noch Zeit haben, das abzubauen. Aber alle neuen Sachen werden dann eigentlich auf Spring Boot aufgebaut und das funktioniert eigentlich schon seit Jahren gut. Also es ist immer, je nach Technologie und je nach Einsatz von der Technologie, wahrscheinlich unterschiedlich, welche Strategien das man wählen müsste. Gut, weitere Fragen? Noch so eine lege drin. Oder haben wir... Ah, da kommt noch jemand. Kann ich sagen, je mehr Open Source in einer Software drin ist, desto günstiger ist sie? Ja, also in der Regel, mindestens die SBB hat natürlich die Anforderung, dass sie Herstellersupport und gewisse Pflichten eines Herstellers verlangen. Man zahlt keine Lizenzkosten mehr, man zahlt Subscriptions. Das ist eigentlich so wie Lizenzen 3 für 2. Aber de facto, nein, es wird in der Regel wird es für uns, also mindestens die SBB sieht, es wird ein bisschen günstiger werden, aber es ist nicht das, was wirklich die große Masse ausmacht. Gut, ich glaube, dann hätten wir auch die Fragen durch. Balthasar, herzlichen Dank für deine Präsentation. Ich verdanke dich jetzt schon, weil du musst weiter. Ja, danke schön. Die anderen bekommen es dann am Schluss. Herzlichen Dank.